Herr Vizepräsident, Frau Bundesrätin, sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie sich den Initiativtext und die Argumente des Egerkinger Komitees zu Gemüte führen und nachher den Gegenvorschlag lesen, dann ist es einfach nur noch unfair, dass man versucht, die Initianten so ruhig zu stellen. Denn was verlangen wir? Wir verlangen, dass niemand sein Gesicht im öffentlichen Raum und an Orten verhüllt, die öffentlich zugänglich sind oder an denen grundsätzlich von jedermann beanspruchbare Dienstleistungen angeboten werden. Das Verbot gilt nicht für Sakralstätten. Und unter Abschnitt 2 verlangen wir, dass niemand eine Person zwingen darf, ihr Gesicht aufgrund ihres Geschlechtes zu verhüllen. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, noch nie in der Geschichte unserer Demokratie gab es einen derart untauglichen und unwürdigen Gegenvorschlag zu einer Volksinitiative. Mit dem Gegenvorschlag werden nämlich die Initianten, aber auch die weit über 100.000 Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, welche die Initiative unterschrieben haben, geradezu verhöhnt. Natürlich, der Bundesrat hat Angst vor dem Volk, denn er weiß, dass diese Initiative gute Chancen hat. Und Sie haben es auch. Was Sie hier versucht haben und uns schmackhaft machen wollen, dem Volk ebenso, ist wie bei der Masseneinwanderungsinitiative, die Sie nicht umgesetzt haben. Was wollen denn die Initianten? Sie wollen den Anfängen des politischen Islams etwas entgegensetzen und wollen zugleich auch das Vermummungsverbot durchsetzen. Das Gesicht bei einer amtlichen Handlung zeigen zu müssen, wie es im Gegenvorschlag steht, hat damit nichts zu tun. Und wer sich vermummen will, will ja eben gerade nicht erkannt werden. Alleine deshalb ist der Gegenvorschlag schon absurd. Und dass die SP dann in der Kommission versuchte, das Ganze umzumünzen in ein Konjunkturprogramm für ihre Sozialhelfer, ist nichts Neues und quasi branchenüblich. Dass Sie, die Bürgerlichen, hier aber mitgeholfen haben, diesen Gegenvorschlag durchzubringen, das wird auf Sie zurückfallen. Ich lade Sie herzlich ein, mit mir einmal ins Limmatal zu kommen. Nicht, weil es so schön ist, aber dort haben Sie Burkaträger in relativ großer Zahl im Straßenbild sichtbar. In Dietikon, Schlieren, Spreitenbach, Wettingen und auch in Baden. Bei den Minaretten haben wir genau die gleiche Debatte geführt. Auch dort haben Sie gesagt, es gäbe ja praktisch keine Minarette. Ja, Gott sei Dank wurde diese Initiative angenommen, denn nun werden wir von diesen Türmchen verschont. Es gilt hier genau dasselbe. Es gilt, den Anfängen zu wehren. Denn es ist wirklich so, dass wenn man versucht, die Frau zu unterdrücken, ist das völlig unfair. Und hier müssen wir Gegensteuer geben. Und natürlich kriegen wir mit der gleichen Initiative auch noch die Hooligan-Geschichte in den Griff und auch diese Auswüchse, die wir jetzt gerade wieder erleben. Auswüchse um die Reithalle, wo vermummte Gestalten sich zurückziehen können, das Kochareal, die antifaschistischen Abendspaziergänge, den 1. Mai und weitere lustige Anlässe der sozialistischen Internationalen und ihrer Brüder und Schwestern im Geiste in unserem Lande. Und neuerdings werden auch diese Anlässe noch unter dem Label Black Lives Matter wieder berechtigte Anliegen gegen den Rassismus von den linken Antifas und dem Schwarzen Block dazu verwendet, unsere Städte lahmzulegen. Seien wir doch gewarnt. In diesen Tagen muss die Armee in Dijon für Ordnung sorgen, weil vermummte Banden von tschetschenischen und nordafrikanischen Muslimen einander bekämpfen und wie erwähnt natürlich vermummt. Und auch hier gilt es einzudämmen. Und mit dem nationalen Verbot können wir viel besser dagegen vorgehen. Dass die linke Seite hier nicht dafür ist, das verstehe ich sogar noch. Es würde ja eine Vielzahl ihrer noch verbleibenden Wähler unangenehm treffen. Diese Initiative trifft zwei Fliegen mit einem Schlag, nämlich diese Burka und die Unterdrückung der Frau, die damit manifestiert ist, und die Eindämmung des politischen Islams und gleichzeitig die Vermummung, der wir auch Herr werden wollen. In diesem Sinne bitte ich Sie, der Initiative zuzustimmen. Das Wort hat Herr Silberschmidt, nächste Sprecherin Frau Amandrü. Sehr geehrter Herr Vizepräsident.